Herr Dr. Otto, herzlich willkommen auf Kloster Banz bei unserem Neujahrsempfang. Sie sind ja zum wiederholten Male Gast hier bei uns. Und dieses Mal feiern wir ein kleines oder vielleicht auch ein großes Jubiläum. Wir feiern 25 Jahre Bauer in der Otto Group. Und wenn Sie da vielleicht einmal zurückblicken, wie haben Sie es denn empfunden? Wie haben Sie die letzten 25 Jahre empfunden? Also die 25 Jahre waren natürlich spannende Jahre, große Herausforderung. Und man muss sagen, damals war Bauer ja ein reiner Katalogversender. Und da war natürlich das Thema die Transformation zu einem digitalen Versender oder sogar zu einer digitalen Versandhandelsgruppe zu entwickeln. Da war eine große Herausforderung und Bauer hatte ja damals überlegt, ob sie das alleine schaffen und sah, dass sie wahrscheinlich da eher Schwierigkeiten haben und suchten einen Partner. Und wir haben festgestellt, dass wir von unserer Kultur, das heißt, dass wir es wichtig finden, nachhaltig zu wirtschaften, das heißt, uns für Umwelt-, Sozialstandards einzusetzen, dass wir da eine hohe Übereinstimmung haben. Und das war für uns auch wiederum der Ansatz zu sagen, Bauer passt in unsere Gruppe und wir können die Synergien gemeinsam heben und können dann unterstützen, dass die Transformation auch möglich ist. Also es waren spannende Jahre und es ist natürlich schön zu sehen, dass nach 25 Jahren Bauer eben wirklich ein hervorragendes, gesundes Unternehmen ist. Die Transformation natürlich, die hört nie auf, die wird immer permanent gehen. Der Kulturwandel, dass sie das aber hervorragend meistern, dass sie eine stabile Kundengruppe haben, dass sie gute Leistungen bringen und vor allen Dingen ein ganz wichtiger logistischer Standort auch für uns sind. Und das macht natürlich viel Freude. Bauer ist ja zumindest für alle KollegInnen untrennbar mit dem Obermain, mit Oberfranken verbunden. Jetzt glaube ich aber, dass Ihnen die Region auch so ein Stück weit am Herzen liegt. Sie waren ja schon auch zum öfter mal hier. Was verbinden Sie denn mit der Region? Was verbinden Sie mit Oberfranken? Also einmal gefallen mir die Menschen hier. Die Menschen sind geradlinig, direkt, offen, bodenständig. Und ich sage, so sehr unterschiedlich sein Aus vielleicht wirkt, aber die Hamburger sind ganz ähnlich. Also von der Seite, mentalitätsmäßig, passen wir eigentlich gut zusammen. Dann finde ich natürlich die Landschaft wunderbar. Dann Bamberg als Stadt auch wunderschön. Ich habe viele Wanderungen auch hier gemacht, gerade durch das schöne Bärental. Und muss sagen, habe es also sehr, sehr genossen, gemeinsam mit dem Vorstand, gemeinsam mit Politikern hier zu gehen. Ja, und dann ist natürlich Bauer selbst, die für mich ganz, ganz wichtig hier natürlich die Region prägen, auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in der Region leben, das ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Meine Abschlussfrage ist vielmehr eine Abschlussgelegenheit für Sie, direkt mal in die Kamera, wenn Sie möchten. Einmal Grußworte an alle KollegInnen zu richten, die heute nicht hier sein könnten. Ich glaube, das würde die Kapazitäten von Kloster Banz sprengen. Deswegen greifen Sie gerne die Gelegenheit für ein Grußwort. Ja, also herzlich gerne werde ich die Kolleginnen und Kollegen gerne ansprechen und vor allen Dingen sagen, ich finde es großartig, wie Sie sich einsetzen, wie Sie letztendlich die Transformation unterstützen, denn letztendlich jeder Einzelne ist entscheidend für den Erfolg des Unternehmens. Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihr Engagement, für Ihren hohen Einsatz, für den großartigen Erfolg, den Sie mit der Transformation der Gruppe hier erreicht haben. Und ich wünsche Ihnen natürlich für die Zukunft alles erdenklich Gute. Und vor allen Dingen aber auch, haben Sie Freude an Ihrer Arbeit. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Herr Dr. Otto, vielen herzlichen Dank für den Besuch hier am Set. Und jetzt geht es für Sie zurück zum Neujahrsempfang. Dankeschön.